Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Total War Rome 2 mit den Sueben. In der letzten Folge haben wir schon gesagt gehabt, wir haben jetzt einige schöne Schlachten vor uns und dazu gehört die Belagerung von Visontio. Und unsere Armee ist da mit der Verstärkung. Yay! Und wir schlagen jetzt endlich die Schlacht hier. Ich freue mich so tierisch drauf. So, und euch schicken wir mal nach hinten bitte und euch nach vorne. Ich brauche die Artillerie zuerst. Mir fällt gerade ein. Wir hatten noch letztens auch was gehabt mit Namen. Da war was. So, gehen wir mal in die Kommentare der Videos rein. Schauen wir mal hier. Und hier. Und, na, hier. So. Hallo. Oh, Mist. Alles bitte schnell stumm schalten. Super. Ist alles stumm geschaltet. Super, perfekt. Boah, was ist denn jetzt hier los, ey? Nichts damit laggen, bitte. Also hier ist nichts drin. Okay, da ist nichts drin. Mach ich bitte mal Pause. Und hier. Ja, steht eine schöne Folge. Übrigens, Dankeschön. Und hier. Genau, die feuchten Kelten sollen sie heißen. Machen wir mal. Wolltet ihr haben? Belagern wir mal schnell weiter. Du heißt jetzt die feuchten Kelten. Ich weiß nicht wieso, aber okay. Die feuchten Kelten nehmen wir es jetzt einfach mal. Jetzt greifen wir an. Muhaha. So, dich schiebe ich mal nach hinten. Nachtangriff machen wir bloß nicht. Wäre schlecht für mich. Und dann wollen wir die Schlacht mal schlagen. Wir haben jetzt hier natürlich schön viel Artillerie mit dabei. Finde ich sehr cool. Also 4 Einheiten insgesamt. Wir müssen natürlich warten, bis sie da sind. Erst dann können sie auch schießen. Aber es ist schon eigentlich geil. Ich habe auch viele Bogenschützen mit dabei. Auch eine schöne Sache. Finde ich cool. Oh, cool. Wir können es sogar hier hochschicken danach. So eine Stadt ist wie sonst hier also auch geil. Hier kann man seine Fernkämpfer gut oben platzieren. Das ist schön. Schön direkt am Siegpunkt. Auch geil. Machen wir so. Schicken die Speerkämpferinnen mit, die sollen euch beschützen. Bei den Speerwallen? Ah, beides. Wir haben ja nämlich eine Passage. Die Speerkämpferinnen sind dann die zweite Welle quasi davon. Muss reichen dann. Dann schicke ich meine Fernkämpfer durch, die können alles niederschießen, was sich da oben befindet, ey. Da sehe ich echt keinen Morgen mehr. Aber gut. Ist okay, soll mich nicht stören, finde ich gut. Ja, trocken ist schön. Wir haben viel Fernkampf mit dabei. So, die Verstärkung kommt einerseits von hier und andererseits von da. Okay, die Fernkämpfer kommen hier nicht hoch. Sollen sie hier hinstellen danach? Also. Schicken wir euch schon mal hier rüber, bitte. Zack. Das wird ein Gemetzel da oben dann. Okay. Hier möchte ich gar nicht lang, da ist mir der Gang zu eng. Ich stelle bitte mal nach hier. So, ein bisschen breiter machen mal schnell. Ihr seid die 2. Ah, du brauchst keine Nummer. Genauso wie da hinten keine Nummer brauchen. So, ich hoffe mal, dass die Artillerie jetzt zuerst kommt. So. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Sieht schlecht aus, na toll. Der schickt mir die falschen Einheiten. Ich wollte die Artillerie haben, du Idiot. Was bringt mir denn der Kacke? Ah, da ist er doch. Gut, 3 Einheiten habe ich wenigstens schon. Passt. Es werden noch mehr. Gut. So, stellen wir das jetzt hier hin. Speerkämpferinnen hier rüber. Und euch schicken wir schon mal hier rauf. So, okay. Hier rüber mit euch. Euch schicken wir mal hier hin, bitte. So. Oh. 3 Generäle sind mit dabei. Das ist cool.
Schick mich heute mal hier hin. Wir haben keinerlei weitere Fernkämpfer. Das ist nicht so schön. Aber okay, da komme ich klar. So, du kannst darauf schießen. Finde ich gut. Kannst du nicht hier drüben, kannst du dich gar nicht hinstellen. Warte dann. Ohne es auch gar nicht zu machen. Ach, hier drüben ist noch ein Turm. Den kannst du dich heute kümmern. Schick dich mal jetzt hier hin. Zack. Mit euch. Stell mal hier auf. Uhaha. So, die Speerkämpferinnen sind da. Okay. Die Artillerie. Bitte hier aufstellen. Wir prügeln uns jetzt durch die Mauer durch. Wird schon irgendwie. So, Feuergeschoss. Was haben wir hier? Euch bitte hier rüber schicken. Was haben wir hinten für eine Artillerie? Skorpionbastei, okay. Alle Generäle mal bitte mal vereinen. So, und euch schicken wir hier hin, bitte. Noch mehr sind da gar nicht. So. Und euch stellen wir auch hier hin, bitte. Okay, hier geht es jetzt auch gleich los. Jetzt schickt die Fernkämpfer hoch. So, wenn meine Bogenjäger hier drüben den Turm schon mal ausschalten, wäre es echt nice. Verschaffen wir ein bisschen Zeit. Oh, jetzt habe ich die Leitern hier drüben noch stehen lassen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Nicht so schön. Na, komm mal her. Nehmen wir euch bitte mal. Euch schicken wir hier rum. So, jetzt geht's los hier. Die Einheiten stehen unsere oben. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Oh, und der General ist genau hier vorne. Das ist schon bitter. Okay. Wir können da drüben mich auch Soldaten hochschicken. Wäre eine Möglichkeit. Schick mich mal jetzt hier rüber. Was haben wir hier? Nochmal zwei Speere. Kann nicht schaden. Die Bogenschützen feuern, die Artillerie auch. Und die Artillerie will nach hier hinten gehen. Stehe. Stellen wir uns mal nach hier drüben. Das heißt, die Chance, dass er hier trifft, ist ziemlich gering durch die... durch die Klippe. Boah! Die Speerbrüder fallen jetzt hier. Okay, greifen wir da hinten bitte an. Alter, der verreckt hier echt. Wird einfach zerschossen. Ist schon hart. So. Du schießt uns jetzt hier drauf. Du hier drauf. Du hier drauf. Und du hier drauf. Fangen wir jetzt auch gleich an zu feuern. Finde ich gut. Wie sieht's aus? Die Bogenschützen machen hier noch weiter Schaden. Und zwar richtig, ey. Der Trupp ist gleich gekillt. Der ist gleich vollkommen weg, ey. Tja, Satz mit X war wohl nichts, mein Freund. Hat sich wohl nicht so sehr gelohnt für dich. Und die schießen hier schon größtenteils auch noch ins Gebäude mit rein, oder? Du bist auch gleich weg. Super. Zack. Noch eine Salve. Oh, vielleicht zwei. Dann ist der auch weg. Super. So, könnte man da weiter schießen hier? Was ist da passiert? Wie sind die da runtergekommen? Okay, gut. Okay. Meinetwegen. Wenn es so gekommen ist, dann ist es so gekommen. Okay, schick mal heute jetzt hier rüber. Gut. Du schaffst jetzt mal hier drüben die Leiter. Du hier hinten. Du dann hier und du hier. Und euch halt mich nochmal bitte bereit. Oh, die Mauer wird eingeschlagen gerade. Richtig. Das ist geil. So, euch stehen wir jetzt hier drüben, damit wir hier den Turm gleich beschießen können. Ich möchte mich hier auch keine weiteren Beschüsse mehr sehen danach. So, unsere Schwertmeister bitte mal.
Euch schicke mit vorwärts hier, direkt. Genauso wie die Odinsspeere. Du bist fertig? Super, dann schießt du mal bitte hier rein. Hier vorne. So, Wolfskrieger nochmal hier hinstellen. Die schicken wir mit lang. Du bleibst auch nochmal hier als Reserve. So. Eine Leiter bitte mal hier ran. Du gehst hier rüber. Du hier ran. Und du gehst... passt nicht. Dann eben da ran nochmal, oder? So. Nein, ich schieße mal hier auf den Turm rauf. Ihr bleibt hier einfach mal weiter stehen. Könnt noch weiter schießen hier. So, welcher Trupp ist fertig? Du bist fertig. Du kannst mal ruhig noch hier hinten ein bisschen drauf schießen. Drauf mit euch. So, Schwertmeister schicken wir auch schon weiter. Super, nimmt ihr alles vor, Mann, hier. So, hier mit euch bitte. Die Leiter kommen hier drüben jetzt auch langsam an. Die Bogenschützen schießen fleißig weiter. Der General lebt sogar noch hier. Erstaunlich. Aber die ganzen anderen Einheiten jetzt immer wieder dazukommen, verrecken gerade schön. Schon cool. Jura mit euch bitte. Ist euch hier lang. Mit euch hier rüber gleich. So, und euch schicken wir auch mal hier rüber bitte. Und euch hier rüber. Ihr kommt mal hier gleich hin. Ach, die eigenen Soldaten gerade getroffen. Nicht sehr schön. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Na, ihr geht mal hier nicht rauf. Geht mal hier rüber, bitte. So ist schon besser. Super. Will die Mauern hier nicht mal kaputt gehen? Du hast es auch geschafft. Du schießt mal mit jetzt einfach hier drauf. Hier mit dir hin. Euch schickt mal hier schnell rüber. Angriff. So, und euch jagen wir hier mit lang. So, nicht zurück marschieren. So. Was macht ihr hier schon wieder? Ihr sollt ja einfach nur stehen bleiben. Plänkelmodus bleibt schön deaktiviert, bitte. So. Ach, ihr macht das schon irgendwie. So. Ihr kommt mal hier noch mit drauf. So, die schicken wir schnell hier lang, bitte. Na, oder? Wir gehen hier rauf. Gleich. So, hier geht's mit dir, Herr Mitte. Du bleibst hier zurück und kämpfst gegen die keltischen Krieger. Gehst mir noch gleich weiter. Eine unserer Einheiten. So, ihr kommt mir hier mit rüber, bitte. Ich schick mir hier rüber. Du bist fertig mit deiner Munition. Du hast genug Kills gemacht. Ja, hier sind eine Menge gestorben. Das ist schön. Super. Schießt weiter. Die Kaffee ist gleich tot hier. Perfekt. So, du rennst bitte auch weiter. Geh mit dir hin. Und seid hier drüben gleich fertig. Weiter bitte mit euch. So. Schick mal die Generäle bitte rein. Du gehst halt jetzt nach hier nach. So, du gehst dann nach hier und du nach hier, bitte. So, rauf mit dir hier. Ihr kommt mal jetzt hier gleich rüber. So, zack, rauf hier bitte mit euch. So, hier kommt ihr hin, bitte. Wird auch noch fleißig weitergeschossen, finde ich gut. Ihr kommt mal bitte hier hin. Du gehst mal hier lang. Und du gehst hier gleich rüber. So. Kavallerie kommt auch mit rein. Ihr geht mir hier lang weiter. So, nee, ich brauche den Turm nicht weiter einzunehmen da hinten. Ihr kommt mal hier mit rüber. So. Hier angreifen bitte. Du gehst nach hier und du gehst nach hier. Super. Ah, den Turm trifft es auch noch ein bisschen. Super.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, wird auch noch weiter geschossen. Fleißig. Odins Bilder! Bereit! So, einmal angreifen bitte. Kopfgeldjagd aktivieren hier. Super. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Na, gehst du mal hier rein, bitte. Okay. Ihr geht mal jetzt hier hoch, schnell. Einmal hier an der Seite vorbeigehen, bitte. Super, hier drüben wird der Kampf gerade wirklich gewonnen. Super. Los, helfen ein bisschen, bitte. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Es ist schon eine geile Schlacht, Leute. Guckt euch das mal an, ey. Hier ist so Gemetzel, überall wird gekämpft gerade. So, du kannst heute beide hier einnehmen. So, Schildwall bitte. Und hier auch mit dir, schnell. Gehst du hier auf die Artillerie rauf. So, euch brauche ich jetzt auch nochmal hier drüben. Schnell. So, wo sind meine Wolfskrieger? Zwei, hier drüben bitte mit euch hin. Oh, hier ist einer, okay. So. Okay, stell dich heute jetzt hier auf. Gut, ist hier noch irgendwo Kavallerie? Hier ist nochmal einer. Hier ist der General. Ah, ich wollte nicht auf die Enzyklopädie klicken. Aber cool. Geh rein da bitte. Super. Oh, hier wird auch schon die Seite geschossen. Das ist schon cool. Und einmal in den Rücken rein, bitte. Super, hoch mit euch hier. Den General bitte daher schicken. So. Geile Sache. Geile Sache. Ich komme jetzt hier rüber. Die Sternschüler rennen hier lang. Okay, dann gehst du mal hinterher. Mach sie fertig hier. Ist das eine große Schlacht, ey. Wie viele Kills die Bogenschütze teilweise haben. Euch schicken wir wieder weg hier. Na, brennt der jetzt hier noch? Ja, der brennt fast. So. Kämpfen wir hier gegen. Die fliehen jetzt gerade, oder? Sieht fast so aus. So. Einer mit euch. Kommt hier rüber, bitte. So. Hier wird ihr mal schnell hin. Dann hier Schildwall. Wilde Schwertkämpfer. Verstehe. Okay. Na, du killst mir jetzt hier nicht die Odin Speere, oder? Hang. Und hier durch mit dir, bitte. Super, der Trupp ist weg. Okay, hier rüber mit euch, bitte. Oh oh, wir gehen alle in die falsche Richtung. Ihr müsst hier lang. Hier ist einfach hochzukommen. So. Angreifen mit und du gehst mal jetzt hier drauf los. So, Schildwall bitte. Oder Schildwand. Hat er gesagt. Kopfgeldjagd, Schildwall. Durchziehen hier. Aber jetzt geht's gleich auf den nächsten Drop. Ab in den Rücken rein. Boah, ist das enge Metzel, ey. Ist das enge Metzel hier. Ah, jetzt kommt es gleich tot. Nein, doch nicht, hat nur überlebt, ey. Dadurch, dass wir die Schlacht gerade gewonnen haben, aber ey, wir haben 20 Minuten fast dafür gebraucht. Aber die Verluste halten sich in Grenzen. Mit 555 bin ich der Meinung, hat man doch schon ganz gut abgesahnt. Und ey, haben wir gekillt. Und guckt euch mal die Kills der Bogenschützen an. Krass, oder? Ist das krass? Wie viele Leute die gekillt haben? So eine Stadt einzunehmen ist eigentlich immer ziemlich einfach. Da hat man nicht gerade besonders viel Gegenwehr. Und deswegen genieße ich das. Habe ich meinen Spaß dran, ne? Finde ich cool. Finde ich schön. So. Immerhin. Kein Trupp verloren. Der mit drei Mann sollte eigentlich noch gelebt haben.
Ist er nicht geflohen oder so? Wäre cool, wenn er noch überlebt hätte. Ja, schon echt, echt nice. Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Platon, ein griechischer Philosoph. Aber ich bin schon happy. Das war gerade eine geile Schlacht. Hat Spaß gemacht. Immer wieder gerne sowas. Hab zwar ein paar Männer verloren, aber ey, das war es mir wert. Die hat aber Spaß gemacht. Wann hat man mal so eine schöne große Belagerungsschlacht? So selten. Da kann man sowas auch mal genießen hier, finde ich persönlich. Muss ich ja ehrlich sagen. Ich finde gerade so eine Städte sind schon ganz cool gemacht hier. Wobei das, dass ich da hinten auf den Hügel raufgehen kann und die das nicht verteidigen können, schon ein bisschen hart unfair ist für meinen Geschmack. Muss ich ehrlich sagen. Schon ein bisschen hart. Weil also, ich konnte ja einfach in die Stadt reinschießen, ohne dass die sich irgendwie wehren konnten. Ups. Auf jeden Fall sind die Nerven jetzt Geschichte, Leute. Eine Armee haben sie noch. Und um die wollen wir uns nochmal kümmern irgendwann. Boah, erstmal plündern hier bitte. Was hatten die hier, die Stadt? Nichts damit. Landwirtschaft. Zack. Okay, rein da bitte. Niederreißen, yay! Und reparieren. Und hier bauen wir bitte mal ein eingefriedetes Land. Auch hier. Mehr kann ich nicht haben, gut. Dann gehen wir hier mal auf Heiliger Baum. Kann nicht schaden. Hier holen wir jetzt Nahrung raus aus Germania Minor. So läuft das. Zack, Pferd verbessert bitte. Hier haben wir schon. Und hier noch nicht, aber jetzt. Gut, Leute. Nächste Folge wollen wir uns um die Lichter Belenus kümmern. Die Armee steht hier noch drin, um die müssen wir uns noch kümmern. Da ist der General auch schon fast tot. Die haben nur eine Onaga, was auch gut ist für uns. Die Reichweite beträgt 350. Die ist höher als unsere Artillerie, also. Nee, doch nicht. Gut. Na dann. Auf jeden Fall gut gelaufen. Wir haben jetzt erstmal die Kontrolle über Germanien und die letzte Region haben wir uns geholt. Damit super. Okay, die Räder sind die nächsten Ziele, die wir haben, um die wir uns kümmern müssen. Aber das ist Stoff für die nächste Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat es heute auch gefallen. Oh, das ist cool, dass ich jetzt noch Übersicht drüber habe. Schreibt mir einfach mal eure Meinung rein. Denkt auch daran, Armeennamen immer mal wieder reinzuschreiben in die Kommentare, damit ich was habe. Wir haben jetzt hier die feuchten Kelten gehabt nochmal, aber denkt bitte auch nochmal daran, denn ich werde auch irgendwann mehr Armeen ausheben und dann brauche ich... Ach, hier sind auch die Blutgeschworenen zum Beispiel. Brauchen auch einen neuen Namen. Überlegt euch mal was, ein paar schöne geile Namen wären schon cool. Also in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.